US-Talkshow-Ikone Barbara Walters ist im Alter von 93 Jahren gestorben. Nach mehr als 50 Jahren im Fernsehgeschäft hatte sie erst vor 8 Jahren ihre Karriere beendet. Walters interviewte Persönlichkeiten wie den früheren Palästinenserpräsidenten Yasser Arafat, US-Präsidenten wie Jimmy Carter und Richard Nixon, aber auch Hollywood-Stars wie Michael Douglas. Begonnen hatte sie ihre TV-Laufbahn 1961 in der Tonight Show. 1976 wurde Walters zur ersten Nachrichtenmoderatorin im Abendprogramm des US-Fernsehens.